Meine Stimme macht gerade einen Abgang. Ich bin heute Morgen eh schon hustend wach geworden. Kommt immer gut. Okay. Spot the main character. Ich weiß ja nicht, aber das ist sehr Spot the main character. Na gut, ich zähle auf dich, Champ Melila. Vielen Dank, dass du diese Aufgabe übernimmst. Aber klar doch, überlassen Sie das ruhig mir. Ich freue mich schon richtig drauf. Sehr schön, dann wünsche ich dir viel Erfolg. Auf Wiedersehen. Hi. Oh, Verzeihung. Hey, Zephiel. Wer war das? Kein Wunder, dass sie eine Neugier geweckt hat. Das war die Nummer 1. Sie ist echter Wahnsinn. Ich wäre auch gern so stark und cool wie sie. Aber da bin ich nicht die Einzige. Jeder Pokémon-Trainer himmelt sie an. Übrigens, erinnerst du dich noch daran, dass ich dich vorhin im Klassenzimmer gefragt habe? Du hast doch gesagt, dass du noch nicht wüsstest, was dein Ziel sei, oder? Also, ich habe deine Idee. Willst du nicht auch versuchen, ebenso wie ich, den Champ-Rang zu erreichen? Ja, passt. Echt? Das ging ja flott. Aber lass mich erstmal erklären, was es damit auf sich hat. Trainer, die den Champ-Rang wollen, trainieren ihre Pokémon, bis sie unglaublich stark sind. Sie sind echte Kampfprofis und die Attacken ihrer Pokémon fesseln jeden Zuschauer. Wenn du von der Pokémon-Liga anerkannt wirst, zeichnen sie dich mit dem Champ-Rang aus. Aber um dieses Ziel zu erreichen, genügt es nicht nur, am Unterricht teilzunehmen. Du musst alle 8 Pokémon-Arenen bezwingen und dir so die jeweiligen Arena-Orden schnappen. Und dann gibt es noch eine letzte Hürde, die du überwinden musst, die Champ-Prüfung. Wenn du die bestehst, erhältst du ganz offiziell den Champ-Rang. Dieser Titel ist eine echte Auszeichnung und der Traum eines jeden Pokémon-Trainers. Ich, jetzt will ich nicht rumprallen, aber bei der letzten Schatzsuche habe ich den Champ-Rang erreicht. Ach ja, die Schatzsuche ist eine besondere freie Projektarbeit, die bald wieder losgeht. Das letzte Mal fing sie gleich direkt nach der Aufnahme in der Akademie an. Man ist dafür außerhalb der Akademie unterwegs, erlebt allerlei Abenteuer und lernt ganz auf eigene Faust. Das ist ein Heidenspaß. Und wo ich so darüber nachdenke, vielleicht war ja diese Erfahrung an sich der Schatz, den man sich nachdem ich gesucht habe. Boah. Jedenfalls habe ich das Gefühl, durch dich noch stärker werden zu können, Zephiel. Weißt du, ich trage die Arenen einfach schon mal in deine Karten-App ein. Natürlich. Natürlich. Einfach easy peasy eintragen, damit wir unsere ganzen Plotstränge schön zusammen haben. Die Standorte der Arenen wurden auf deiner Karte eingetragen. Der Weg des Champs. Denk mal drüber nach. Tschüss. Was ich alles nachdenken soll hier. Hallo. Ding dong. Ich wollte gerade sagen, hallo Lehrerzimmer. Zephiel wird gebeten, sich umgehend ins Büro des Direktors zu begeben. Ich wiederhole, Zephiel wird gebeten, sich umgehend ins Büro des Direktors zu begeben. Weißt du, kriege ich jetzt Ärger, weil ich Dinge getan habe? Bei uns im Kollegium wimmelt es nur so von Unikaten. Ich muss an mir arbeiten, um auch etwas herauszustechen. Okay. Du verschwendest tatsächlich meine kostbare Zeit, um mit mir zu plaudern. Menschen gibt's. Alles klar, tschüss. Schön, dich zu sehen. Sollten dich mal Fragen plagen, bist du bei mir an der richtigen Adresse. Alles klar. Lehrerzimmer halt, ne? Man kennt's. Wohin möchtest du gehen? Ja, scheinbar zum Direktor. So viel Auswahl habe ich gerade nicht. Jetzt erstmal Vetteltadel und direkt dann rausschmiss. Was ist das hier? Okay. Gib mir einen Moment, Professor. Ich muss hier kurz was richten. Da bist du jetzt, Zephiel. Danke, dass du hergekommen bist. Gefällt es dir an der Traumakademie? Ich habe jetzt 10 Bücher gelesen und bin durch die Gegend gelaufen. Passt. Total. Oh, das freut mich ungemein zu hören. Ich hätte auch den Unterricht machen können, verdammt.
Du fragst dich vielleicht, warum wir uns nicht vorhin in der Mensa hätten unterhalten können. Doch es gibt einen bestimmten Grund, aus dem ich dich hergebeten habe. Ein Freund von mir hat etwas Wichtiges mit dir zu besprechen, musst du wissen. Ich bin einen Tag da, ich bin fame as fuck und wichtige Leute möchten mit mir reden. Oh, er befindet sich nicht hier in diesem Raum. Moment, ich stelle die Verbindung her. I'm the chosen one. The fucking chosen one. Nur wegen Professor Futurus habe ich mich für diese Edition entschieden. Hallo Zephiel, es freut mich, dich kennenzulernen. Ich bin Professor Futurus. Ich erforsche die Pokémon im Inneren des Schlunds von Paldea. Oder wie es auch genannt wird, Zone 0. Das da links ist im Übrigen die Pokémon-Liga. Professor Futurus ist ein Absolvent der Akademie. Wir haben den Namen vom Übrigen in diesem Buch gesehen. Und ein hervorragender Forscher. Ich komme sofort zum Punkt. Zephiel, Matrikel Nummer 805C393. Du trägst ein außergewöhnliches Pokémon namens Miraidon bei dir, nicht wahr? Yep. Ich danke dir für deine Kooperation und Bestätigung der Aussage. Oh, Verzeihung. Das hier soll kein Verhör sein. Genau genommen möchte ich dich um etwas bitten. Okay. Hi. Wir haben uns lange nicht mehr gesehen, was? Schön, dass es dir gut zu gehen scheint. Einst befand sich Miraidon in meiner Obhut, solltest du wissen. Auch der Ball, den du trägst, gehörte mir. Du hast ihn von einem Jungen namens Pepper erhalten, nicht wahr? Leider bin ich derzeit nicht in der Lage, mich um dieses Pokémon zu kümmern. Daher habe ich eine Bitte. Würdest du an meiner Stadt gut auf Miraidon 8 und C4? Aber natürlich. Danke dir. Aber natürlich. Im Augenblick ist Miraidon geschwächt und nicht imstande zu kämpfen. Es scheint zumindest seine Reitform annehmen zu können, wie auf Fortbewegung spezialisiert ist. Aber es wird wohl eine Weile dauern, bis es all seine Kraft wieder zurückgewinnt. Könntest du kurz dein Smart Rotom herausholen, dann gebe ich dir noch einmal meine Kontaktdaten. Oh yeah, Handynummer. Du wirst von nun an regelmäßig von mir hören, damit ich mich auch nach dem Stand der Dinge erkundigen kann. Auf bald. Ich finde, Leuten, die einfach unsere Handynummer gerade in die Hand gedrückt haben, also das würde ich in Real Life nie machen. Ja. Kommt dieses Pokémon etwa aus Zone 0? Keine Ahnung, das lag plötzlich am Strand. Futurus, soll das etwa heißen, du? Plot? Foreshadowing! Ich habe das Spiel, wie gesagt, noch nicht durch. Ich züchte aktuell in meiner Hauptversion einfach nur wie eine Bescheuerte. Der Professor hat dir eine äußerst wichtige Aufgabe anvertraut. Natürlich wird die Akademie dich dabei nach Kräften unterstützen. Ich hoffe, dass du deinen Alltag an der Akademie gemeinsam mit Miraidon genießen wirst. Du darfst gehen. Ja. Hab ich auch noch so ein grünes Buch, was ich mir ansehen kann? Das sind Steine. Kann ich mitgehen? Hier ist ein lilaner Stein. Ich muss gerade so ein bisschen... Wir gucken aktuell Marvel, also die Marvel-Filme, und ich muss gerade an... wie heißt es gleich? Hier. Oh, die scheiß Kristalle denken. Mir fällt der Name gerade nicht ein. Oh, Entschuldigung für die Störung. Ach, hier bist du, Zephiel. Kaum kommst du hier an und schon wirst du zum Direktor zitiert. Was hast du angestellt? Ja, ich mache nur schon Spaß. Senior Jin hat mir aufgetragen, dass ich dir dein Zimmer zeigen soll.
Das ist dein ganz eigenes Reich hier an der Akademie Zierfehlen. Am besten gehen wir gleich zusammen hin. Dein Zimmer. Ich weiß gar nicht, ob man so viel an der Akademie noch machen kann. Ich sollte vielleicht mal mehr in die Akademie. Ist geil, ich habe meine eigene Küche. Finde ich sehr geil hier. Bin ich voll für. Das ist ab heute dein Zimmer. Ich tue gerade so, als würde ich jede Ecke davon kennen. Dabei war ich selbst noch nie hier drin. Du hast einen Crush auf mich. Gib's zu. Bestimmt bist du von den ganzen Trübeln deines ersten Tages hier fix und fertig. Weih doch gleich mal dein Bett ein und ruh dich etwas aus. Wenn du dich schlafen legst, machst das nicht nur dich wieder fit, sondern auch deine Pokémon. Alles klar, wir sehen uns morgen dann. Wenn du wieder in Form bist, dann können wir auch kämpfen. So viel wir wollen. Also, tschö mit Ö. Sie nutzt mein Wording. Sie nutzt mein Wording. Ich würde am liebsten hier rein. Hier geht es ins Badezimmer. Du solltest es immer sauber und ordentlich halten. Ich möchte in dieses Badezimmer. Ich möchte sehen, was ich habe. Das ist deine ganz eigene Küche. Geil. An diesem Tisch kannst du hervorragend lernen. Es gibt genug Platz, um Sachen darauf abzusetzen. Sorry, dieser Stuhl ist vollkommen ungeeignet, um darauf zu lernen. Du tust dir doch nur am Arsch weh. Möchtest du dich schlafen legen? Nein. Kann ich rausgehen? Es wird Zeilen. Okay. Gut, ich habe verstanden. Ja, ich möchte mich schlafen legen. Der Plot wünscht sich, dass ich mich jetzt schlafen lege. Es ist einfach so. Der Plot möchte, dass ich ins Bettchen gehe. Ich werde mich dem Plot nicht verweigern. Oh mein Gott, Tag und Nacht und Tag und Nacht und Tag und Nacht. Es vergeht viel Zeit. Meine Stimme macht langsam Abgang. Nun ist der Tag gekommen, an dem dein wahres Abenteuer beginnt. Verzeihung. Ich werde jetzt auch gleich die Aufnahme beenden müssen, weil meine Stimme macht einen Abgang. Aber wir machen einen schönen Cut und einfach nämlich mit dem Beginn des Open-World-Teils. Eine Durchsage an alle Schüler. Heute beginnt die freie Projektarbeit. Alle Schüler werden gebeten, sich für weitere Details auf dem Sportplatz zu versammeln. Es ist endlich soweit! Auf zu schreien. Aber zumindest haben wir uns ein bisschen eingerichtet da hinten. Die Projektarbeit fängt an und ich könnte platzen vor Freude. Los, 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 lass uns gehen. Guck mal, wir haben hier so eine Kleinigkeit stehen. Wir haben hier so ein bisschen was hingestellt. Also ein bisschen sind wir ja angekommen. Aber ins Badezimmer darf ich immer noch nicht. Aber ich muss noch mal aufs Klo, bevor wir los müssen. Och, Mann. Wir sollten uns auf den Sportplatz versammeln, um die Projektarbeit erklärt zu bekommen. Ja, dann geh vor. Steh nicht im Weg. Wo möchtest du hingehen? Ja, zum Sportplatz. So viel Auswahl habe ich gerade nicht. Sind alle anwesend? Hervorragend. Ich kläre euch nun, was es mit eurem freien Projektarbeit auf sich hat. Sehr viel gelesen heute. Auch dieses Jahr lautet das Thema Schatzsuche. Ich möchte, dass jeder von euch in die Welt zieht und seinen ganz individuellen Schatz sucht. Ihr alle habt euch an der Akademie viel neues Wissen angeeignet. Doch nun ist es Zeit, den Blick gen Horizont zu richten und die Welt zu entdecken. Erkundet die üppige Natur und die reiche Kultur von Paldea. Macht Bekanntschaft mit den Pokémon, die hier leben. Und lernt die vielen Menschen kennen, für die die Region ihre Heimat ist. Wohin eure Reise gehen? Wem werdet ihr begegnen? Was werdet ihr erreichen? Nur ihr und eure Pokémon. Gemeinsam reisen. Gemeinsam lernen. Gemeinsam fühlen. Findet euren ganz individuellen Schatz und kehrt dann hierher zurück. Ich bin mir sicher, dass ihr durch die freie Projektarbeit über euch hinauswachsen werdet. Und ich bin schon sehr gespannt, was aus euch geworden ist, wenn wir uns wiedersehen. In diesem Sinn, möge die Schatzsuche besingen. Viel Erfolg. Uhu.
Dann beginnt demnächst unsere Hauptgeschichte im Prinzip. Das war jetzt bis jetzt nur das Vorgeplänkel. Im Prinzip haben wir jetzt den Prolog gespielt. Auf geht's, die Freiheit ruft! Komm, Opex, reiten wir los. Das ist ein Opex. Passt gut auf euch und bitte denkt daran, dass das Betreten des Schlunds von Paldea ein Verstoß gegen die Schulordnung ist. Dieser Ort ist viel zu gefährlich. Los, Sevil, auf geht's! Da flogen gerade Haare rum. Let's go! Wir laufen durch Paldea, damit wir nach 20.000 Meilen direkt erstmal neue Schuhe brauchen. Zephiel, du bist ja weit gekommen. Jetzt können wir endlich auf Schatzsuche gehen. Yippie! Was denn für ein Schatz? Worum geht es dabei? Stimmt, das kennst du ja noch gar nicht. Komm, ich erkläre es dir auf dem Weg. Die Schatzsuche ist das wichtigste Ereignis an dieser Traumakademie. Aber trotz des Namens muss am Ende deiner Schatzsuche nicht unbedingt ein greifbarer Schatz liegen. Es geht darum, Paldea frei zu erkunden und dabei alle möglichen Erfahrungen zu sammeln. Du kannst zum Beispiel Arenaleiter herausfordern oder Leute in Not helfen. Und klar, wenn du einen richtig echten Schatz suchen willst, nur zu. Auf diese Weise lernt man vieles, was man an der Akademie sonst nicht beigebracht bekommt. Es gibt auch viele Gelegenheiten zu kämpfen, das ist ideal für mich. Wenn wir uns auf unserer Schatzsuche begegnen, musst du unbedingt gegen mich kämpfen, ja? Auf jeden Fall. Easy, ich mach dich jedes Mal platt. Nur damit du Bescheid weißt, ich mach dich platt! Ach ja, wusstest du schon, dass du mit den Karten-App auf deinem Handy deine Ziele markieren kannst? Ja. Yep. Aber nur, weil ich gespoilert bin. Ich habe dir ja letztens die Arenen auf die Karte eingetragen, oder? Wie wär's, wenn du sie dir als Zielorte markierst? Oh, so, Nemila. Von dir als Schulsprecherin hätte ich nicht erwartet, dass du versuchst, deiner Schülerin einen unfairen Vorteil zu verschaffen. Hi, Peppa. Nanu, Peppa. Pepperoni. Was heißt denn hier unfairer Vorteil? Außerdem ist Lauschen auch nicht gerade die feine Art. Ich finde das sehr lustig. Wir rennen mit unseren Schultaschen in die weite, weite Welt hinaus und rennen überall rum, müssten theoretisch überall irgendwo campen, zum Schlafen, dies, das und jenes. Und die einzige Person, die eigentlich ordentlich gerüstet ist, ist Peppa mit seinem fetten Rucksack. Ich habe Zephiel nur etwas empfohlen. Sie wird schon selbst entscheiden, was sie machen will. Tut mir leid, dich enttäuschen zu müssen, aber Zephiel hat schon andere Pläne. Sie wird nämlich mit mir die Herrscher-Pokémon suchen und die Geheimgewürze mitgehen lassen, die sie bewachen. Mhm. Sie hat also gar keine Zeit dafür, Champ zu werden, weil wir zusammen die Aufenthaltsorte der Herrscher-Pokémon abklappern. Stimmt's? Ich mach einfach alles, Leute. Hä, was soll das? Warum erzählst du Zephiel so komische Sachen, die sie gar nicht interessieren? Was ist denn dein Problem? Ich habe ihr doch nur einen Vorschlag gemacht. Sie wird schon selbst entscheiden, was sie machen will. Oder wie war das? Du. Bring. Hä? Dein Handy klingelt, falls du nicht bemerkt hast, Zephiel. Ja. Mein Handy mischt sich jetzt ein und will mich auch noch für sich beanspruchen. Hallo Zephiel. Cassiopeia hier. Ich gebe dir jetzt mehr Informationen zur Operation Stardust durch. Team Star besteht aus 5 einzelnen Banden. Jede davon hat ihr eigenes Versteck. Deine Aufgabe ist es, die 5 Bosse dieser Banden zu besiegen. Wahrscheinlich werden sich dir Truppen von Rüpeln in den Weg stellen, aber du hast auch meine Unterstützung aus sicherer Entfernung. Die Bandenmitglieder bezeichnen sich selbst als selbst alle mit dem jeweiligen Pokémon-Typ, den ihr Boss einsetzt. Vielleicht hilft dir diese Information. Ich habe vollstes Vertrauen in dich. Und dein Können. Lass mich außerdem die Orte, an denen du die einzelnen Verstecke findest, auf deiner Karte markieren. Alles klar.
Die Straße der Sterne. Oh, ich merke richtig, wie meine Stimme gerade abraucht. Au, Haoli. Für jeden Boss, den du besuchst, wartet eine großzügige Belohnung auf dich. Hä? Wer bist du denn jetzt plötzlich? Team Star hat nichts als Ärger und seine Mitglieder sind schlicht und einfach gefährlich. Zephyr sollte sich da am besten vollkommen raushalten. Ganz genau. Außerdem geht sie ja schon mit mir auf die Suche nach besonderen Zutaten. Zephyr wird schon selbst entscheiden, was sie machen will. Nicht wahr, Nemila und Pepper? Ja. Moment mal, woher kennt diese Person unsere Namen? Ich freue mich schon darauf, dich in Action zu sehen, Zephyr. Ja, mein Handy gibt mir Aufträge. Was war das denn bitte? Zephyr? Es ist zwar toll, dass du so schnell so viele Freunde gefunden hast, aber pass auf, dass du dich nicht in gefährliche Sachen verwickeln lässt. Okay, belassen wir das Thema am besten dabei. Denn jetzt beginnt das Abenteuer. Ich mache mich auf, um gegen jeden einzelnen Trainer zu kämpfen, der mir vor die Nase läuft. Wenn ich hart an mir arbeite, um die Allerstärkste zu werden, wird diese Erfahrung ganz sicher zu meinem ganz besonderen Schatz. Achso, persönlich. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich klappe die Arenen wieder ab und trainiere dabei neue Pokémon. Hier, ich zeig dir mal ein Foto, damit du weißt, wie die Gebäude aussehen. Zephyr. Jetzt haben wir zwar alle auf dich eingeredet, aber letztendlich entscheidest du, wohin dich deine ganz eigene Schatzsucht führt. Geh, wohin du willst und mach das, wozu du Lust hast. Mein ganz persönlicher Schatz. In meinem Fall wäre das dann wohl Massen an Geheimgewürz. Ist doch klar. Wenn ich die Gewürze in die Finger bekommen habe, mache ich dir das beste Sandwich deines Lebens, versprochen. Gut. Warum regnet's bitte jetzt? Wir brechen auf, klitschnass. Hey, was willst du denn schon wieder? Ich glaube, es hat Interesse an dem Sandwich, was du erwähnt hast. Du bekommst sicher nichts davon ab. Es ist so süß. Da scheint es jemand aber kaum abwarten zu können, sich auf den Weg zu machen. Wird es vielleicht, dass du auf mir reitest, Zephyr? Drücke den Plusknopf, dann kannst du auf mir reiten und aufsteigen und dich dadurch schneller fortbewegen. Drückst du während des Reisens den B-Knopf, springst du und überwindest du Hindernisse. Drückst du erneut den B-Knopf, kannst du wieder den Plusknopf kannst du von mir reiten und absteigen. Oh yeah. Plopp. Peace. Ich habe ein cooleres Mopex. Wow, es hat seine Form geändert. Es sieht aus ähnlich, sieht Mopex sehr ähnlich. Auf den Rücken von Miraidon kannst du bestimmt ohne Probleme alle Winkel von Pandea erreichen. Warum regnet es jetzt? Ich weiß ja nicht. Wenn du nach dem Herrscher-Pokémon suchen willst, verlässt du die Stadt am besten durch das Osttor. Aber weil du ja eigentlich auf dem Weg zu den Arenen bist, solltest du das Westtor. Auf dem Osttor verläuft man sich leicht. Pa! Ich mache mich jetzt auf die Socken und sieh zu, dass du keine Wurzeln schlägst und gleich nachkommst. Und ich mache mich auf den Weg auf zur Arena. Bis später. So. Endlich beginnt die freie Projektarbeit der Akademie. Die Schatzsuche. Reise an Orte deiner Wahl, begegne vielen Pokémon und finde so deinen ganz persönlichen Schatz. So. Lege dein Ziel auf fest, massive Aufwandswirtschaftsunterricht, blau und blub. Zwar. Das ist jetzt unsere Map und das sind unsere drei Wege: der Weg des Champs, der Weg der Straße und der Weg der Legende, der Pfad der Legende. Man sieht hier wunderschön die einzelnen Leute. Wenn ich jetzt wieder reinzoome, sieht man hier auch endlich solche Dinger hier. Das sind Raids. Also das sind Terra Raids. Und das Symbol da drin heißt immer, was für ein Typ Raid das Ganze ist. Beispielsweise findet sich hier direkt an der Seite ein Käfer Raid. Und hier hinten haben wir einen Geist Raid und einen Psycho Raid.
Und hier ist direkt die erste Arena. Weise dich in Moldrit, in der Moldrit-Arena. Leiterin der Moldrit-Arena, Rona, die honigsüße Käferkönigin, setzt Käfer-Pokémon ein. Es wird empfohlen, diese Arena als erstes zu besuchen. Rona kreiert Süßwaren, die vom Käfer-Pokémon inspiriert sind. Sie ist zwar sehr ruhig, wirkt im Kampf aber recht verbissen. So, das wäre beispielsweise die erste Arena, die wir haben. Ja. Und die unterschiedlichen Sachen hier. Was das für Raids sind, kann man gar nicht so genau sagen. Wir werden uns das hier unten jetzt einfach mal direkt ansehen. Wir werden jetzt einfach hier hinfliegen, diesen Raid markieren und einmal gucken, was es ist. Es ist halt ähnlich wie bei Pokémon Go, dass du diese verschiedenen Raids hast und dort verschiedene Sterne hast, also verschiedene Stärken im Prinzip. So. Das gucken wir jetzt noch kurz an. Das wird mein Lieblingssatz. Das gucken wir uns noch kurz an. So, und zwar befindet sich dieser Raid unten am Strand. Und das ist, wenn wir dann jetzt mit unserem Moldrit hier vorne vor uns hinjuckeln. Können wir hier so lang fahren. Ganz entspannt. Müssen Pokémon ausweichen. Und da vorne glitzert es nämlich schon. So, diesen Raid gucken wir uns noch einmal kurz an. Dann mache ich wirklich Feierabend für heute. Dann fliege ich zurück nach Mesalona City. Es ist ein Stahl-Raid. So. In Paldea findest du an einigen Orten funkelnde Kristalle. Wenn du diese untersuchst, kannst du dich am Terra-Raids versuchen und gegen starke Terra-Kristall-Pokémon kämpfen. In Terra-Raids kämpfst du mit anderen Trainern gegen mächtige Terra-Kristall-Pokémon. Wenn du offline bist, kannst du gemeinsam mit Freunden in deiner Nähe kämpfen und wenn du online bist, mit weit entfernten Freunden. Die Terra-Kristall-Pokémon in Terra-Raids verfügen über seltene Terra-Typen. Gelingt es euch, eines dieser Pokémon gemeinsam zu besiegen, kannst du versuchen, es zu fangen und erhältst zudem besondere Items. So, das ist ein Pichu. Und ich werde mal das Pokémon wechseln. Weil hier musst du auf Omme geben und das ist, dann mache ich mal das hier. Das nehme ich mit. So, das gucken wir jetzt noch einmal kurz an. So, wir werden alleine gegen das kämpfen. Es ist ein Pichu von einem Terra-Typ Stahl. Wenn ich mich jetzt recht entsinne, müsste das nämlich das Stahl-Symbol sein. Warum ist das hier eigentlich so? Ah, das ist runter. Das hat an Spannung verloren. Spannend. Meine Wäscheleine hinter mir. So. Man ist immer zu viert. Und wenn du mit Freunden unterwegs bist, hast du noch so ein bisschen Füllleute. So, und du siehst, das wird schon, das ist da. So, ja. Terra Raids haben ein festgelegtes Zeitlimit innerhalb dessen, dass Terra Pokémon besiegt werden muss. Einige Pokémon, die dabei kampfunfähig werden, sind nach einiger Zeit wieder fit. Allerdings verkürzt sich dadurch die Zeit für den Raid. Also passt gut auf. Während Terra Raids steht dir die besondere Aktion Anfeuern zur Verfügung. Damit kannst du unter anderem alle Mitglieder heilen und ihre Statuswerte erhöhen. Die Funktion ist dreimal pro Terra Raid anwendbar. So. Das ist das Pichu. Wir können im Kampf uns nicht bewegen. Aber wir können es dementsprechend einfach easy peasy angreifen. Ein bisschen rumknabbern. Eins. Also man muss halt bedenken, je höher die Sternstufe ist, desto schwieriger ist es zu besiegen. Im Hauptspiel bin ich aktuell an dem Punkt, dass ich mit der Tatsache, dass mein Pokémon besiegt wurde, einen Stufe 4 Raid platt machen konnte. Aber das ist halt gar nicht mal so einfach, das Ganze. Muss man halt einfach so sagen. Jetzt sind wir alle paralysiert. Und dreschen halt gut ein. Unten hast du halt das Zeitlimit des Ganzen. Zack. So. Das war's. Aber das Viecher habe ich vorhin getötet, also musste ich das jetzt mitnehmen. Hust. So, wir fangen das Ganze jetzt. Ist jetzt ein bisschen posig. Mm-hmm.
Nice. Und damit haben wir das erste den ersten Terror Raid gemacht. So, ihr seht schon EP-Bonbons, Pichu-Haare, Federn, Pilze und all sowas. Wir kriegen Items dadurch. Bei den größeren Raids kriegen wir wohl auch Zutaten. Aber viele Sachen kriegst du halt erst, richtig guten Stuff kriegst du halt erst, wenn du die Pokémon-Liga besiegt hast. Und wenn du, wie heißt das gleich? So, Pichu. Pichu ist sehr niedlich, aber wer mit einem zusammenleben will, sollte sich besser auf regelmäßige Stromschläge gefasst machen. Ja, weil kleine Pichus nicht kontrollieren können, wenn sie Strom ablassen. Es ist halt so. So, aber, so. Jetzt müssen wir kurz diesen Sachen gerade los. So, das war auf jeden Fall ein Terror Raid. Und wir können die jetzt machen. Wir können sie mit Freunden machen. Also über online oder auch vor Ort. Und davon gibt es halt extrem viele. Man sieht halt schon auf der Map, es gibt in allen Gebieten verschiedene Raids. Und wenn man die ganzen Pokémon Center, du hast halt so zwischendurch Pokémon Zentren, wo du dann einfach hinschlüpfen kannst. Aber wir werden jetzt wieder zurück zur Traumakademie fliegen. Weil da werden wir das nächste Mal weitermachen. Beziehungsweise werde ich wahrscheinlich das nächste Mal erstmal mit Unterricht starten. Damit wir diesen Unterricht auch haben, weil nebst der Bibliothek, die uns halt gerade einiges an Informationen gegeben hat, gibt der Unterricht auch einiges an Informationen und auch vor allem Informationen über die Paldea-Region und wie das hier so ein bisschen läuft. Ne? Deswegen, wir werden jetzt nicht fett raiden, aber wir werden beim nächsten Mal uns dran setzen und weiter gucken und ein bisschen was austesten. Und was du halt auch machen kannst, ich habe mal ganz am Anfang mich nicht getraut, die Raids zu machen, weil ich Angst hatte, hart zu verkacken. Ja, ich werde jetzt wieder 6-mal speichern. Hab das halt erst später gemacht, aber du kriegst durch diese Raids, wenn, selbst wenn du die Raids nur anklickst und wieder rausklickst, weil du sie nicht machen möchtest, kriegst du LP. Und LP ist ja die zweite Währung in diesem Spiel. Das heißt, alleine dadurch, dass du diese Raids anklickst, selbst wenn du sie nicht machen kannst, kriegst du LP, du kriegst dadurch Währung und kannst dadurch Stuff kaufen. Und das ist sehr wichtig, weil den Stuff, den du kaufen musst, ist einfach schlicht und ergreifend Sandwich-Stuff und anderen Stuff. Außerdem regnet es gerade. Ich hoffe, es regnet beim nächsten Mal nicht. Gut, das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch natürlich soweit gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Liked das, also einen Daumen nach oben für das Video. Lasst gerne einen Kommentar da, wie ihr das Let's Play bis jetzt findet. Wir haben jetzt halt den Open-World-Teil erreicht. Wir können jetzt schalten und walten und reiten durch die Welt. Wenn ihr nichts verpassen wollt, die Folgen kommen ja jetzt aktuell alle 2 Tage, aktiviert gerne die Glocke. Macht auch voll Sinn, das am Ende dieser Aufnahme zu machen, aber ihr wisst Bescheid, ne? Ihr kennt das ja hier. Ist ja YouTube, kennt ihr ja hier alle. Gut. Wir sehen uns zur nächsten Aufnahme. Und ich würde mal sagen, tschüss.